Herzlich willkommen bei mir bei MamiFit. Heute, mein Name ist Samar und heute geht es weiter um das Thema Abnehmen. Ja? Wir gehen wieder in die Seele rein. Thema heute ist, wie lasse ich negative Energie raus? Ich kriege das Video heute wirklich fast schon live. Es ist Montag. Ich glaube, heute ist 28. oder sowas, weiß ich jetzt gar nicht genau. Auf jeden Fall hatte ich gestern ein Webinar zum Thema gesund satt werden an Ramadan gegeben. Und da fiel die Frage auf, wie kann ich negative Energie loslassen? Es ging darum, wenn wir uns gesünder ernähren und so weiter, müssen wir aber auch auf die Seele achten. Und wir sollten darauf achten, nicht zu viel negative Energie mit uns rumzuschleppen. Es ist zwar wichtig, negative Energie anzuerkennen, sie auch anzunehmen, aber wir müssen sie auch loslassen. Und dann kam dann die Frage, ja, Samar, wie kann ich sie denn loslassen? Ich habe mir jetzt einen Zettel mit ein paar Tipps aufgeschrieben, dass ich es nicht vergesse. Ich habe ja auch nicht immer alles im Kopf. Aber um das Video so kurz wie möglich zu halten und ja, ich gucke halt immer mal hin und her, weil ich bin jetzt hier in einem Park und hier sind Leute, die rumlaufen, die mich auch beobachten. Da muss ich irgendwie immer wieder hingucken. An erster Stelle, negative Energie, die in unserem Körper steckt, behindert uns. Die lässt uns stoppen. Und das Leben ist so aufgebaut, dass es immer so ein Fluss ist. Ja? So wie der Fluss. Wenn er läuft, ist alles gut. Wenn er stehen bleibt, wird er schlecht. Das wisst ihr ja. Also stilles Wasser ist immer ganz, ganz schlecht. Und das fängt dann auch an zu faulen und alles. Ne? Es muss halt alles fließend bleiben. Und in unserem Körper ist es genauso. Es ist immer ein Geben und Nehmen, auch mit unseren Gefühlen, so ein Energiekreislauf. Und wenn wir in Hass und Wut, in negative Energie stecken bleiben, stoppt das. Und wenn es stoppt, stoppt das Leben. Was bedeutet das? Dann kannst du nicht mehr ganz normal, entspannt, glücklich leben. Du schleppst dann mit dir diese negativen Sachen mit dir rum. Und das sind auch Ursachen unter anderem, die dazu führen, dass man nicht abnehmen kann, dass man auch krank wird. Also negative Gedanken, die ständig jemand mit sich rumträgt, verursachen leider auch Krankheit. Also gerade was Krebs betrifft, der größte Faktor, was Ärzte sagen, ist stressbedingt. Ja? Stressbedingt und Negatives, was man in sich trägt. Ja? Erinnerungen an früher, was auch immer. Ich will dir direkt jetzt zeigen, wie du diese negativen Energien löst. Als erstes musst du dich fragen, jetzt will der Zettel hier wegfliegen, dann vergesse ich die Hälfte. Als erstes musst du dich fragen, wo lebe ich denn jetzt gerade, ja, mit meinen Gedanken? Weil wenn du mir jetzt gerade zuhörst, leidest du aktuell, jetzt gerade, wo du mir zuhörst, das werde ich auch noch von Fenstern beobachten, das ist ja witzig, ich sitze hier wie so ein Superstar. Ja, so wie ich aussehe, gell? Jetzt in dem Moment, wo du mir zuhörst, leidest du jetzt gerade aktuell unter diesem Problem, ja oder nein? Wahrscheinlich nicht, das ist immer in bestimmten Momenten, ja, wenn du mit dieser Situation konfrontiert wirst. Das heißt, du darfst nicht ständig... Es ist immer blöd, wenn man sagt, du darfst nicht, gell? Aber wenn ich mit meinen Gedanken in der Vergangenheit bin, dann tut es oft weh. Ich hatte ja, ihr wisst ja, dass mein Vater verstorben ist vor einigen Wochen, es ist noch alles ganz frisch. Es tut ja immer noch weh, aber ich merke immer wieder, wenn ich in der Vergangenheit bin, tut das richtig schlimm weh. Ganz, ganz, ganz schlimm, ja? Ich erinnere mich an Sachen und dann fange ich an zu weinen, aber dann wird mir wieder bewusst, du bist gerade in der Gegenwart. Ich schwimme doch nicht da drüben in der Vergangenheit rum. Ich liebe meinen Vater. Ich weiß, dass er nicht ausgelöscht ist, dass er noch da ist. Seine Energie ist noch da. Die Seele lebt ja noch. Ja? Und er wünscht sich, dass ich zufrieden und glücklich bin und nicht rumheule. Auf jeden Fall, jetzt bin ich wieder vom Thema abgeweicht. Es geht darum, in der Gegenwart zu bleiben, nicht in der Vergangenheit. Wenn du in der Gegenwart jetzt gerade bist, frage dich, wenn das Problem tatsächlich noch da ist, dann hast du drei Möglichkeiten. Entweder du änderst deinen Zustand. Ja, dafür gibt es Möglichkeiten. Und ihn zu ändern, ist immer damit verbunden, raus aus der Komfortzone. Ja, du musst etwas tun, was du eigentlich gar nicht machen möchtest. Es wird dann doch schwierig sein. Aber ändere den Zustand oder geh raus aus diesem Zustand. Oder du nimmst es an, so wie es ist. Du hast diese drei Möglichkeiten. Was anderes geht nicht. Ja, ich meine, ich sage ja immer, man kann alle Probleme lösen. Ja, man kann die lösen, indem man sie einfach nur annimmt, dass sie halt einfach nur da sind und nicht deswegen ständig sich fertig macht. Ich will dir jetzt noch mal ein paar Beispiele geben, was ich damit meine. Es ist immer leicht gesagt, aber schwer umgesetzt. Problem, wenn du ein Problem hast, denk mal nach, ist es vielleicht deine Erwartung? Ja, wir denken ja immer, das, was wir denken, ist die Wahrheit. Ich gebe dir jetzt einfach nur mal ein Beispiel. Deine Erwartung von den Sachen, so wie sie sind, du denkst, so ist es richtig oder so ist es falsch. Dein Partner oder der Gegenüber denkt ganz anders als du. Und du bist aber überzeugt, dass du richtig bist und es nervt, was der andere macht, weil der ist ja komplett falsch. Aber du hast eine ganz andere Wahrheit als er. Du bist ganz anders aufgewachsen als diese andere Person, ja, in einer ganz anderen Familie. Du denkst nur, also wenn ich bei anderen gut ankomme, bin ich richtig. Ja? Wenn andere Leute mich annehmen, dann bin ich richtig. Ansonsten nicht. Oder wenn mein Partner mich anschreit, dann respektiert er mich nicht. Das denkst du. Ja? Du bist jetzt in einer Partnerschaft und der Typ schreit dich manchmal an. Und du denkst, ja, das ist respektlos, weil
Das heißt, er hat keinen Respekt. Aber da müssen wir jetzt wieder selektieren. Wenn dein Partner in einer Familie aufgewachsen ist, wo sie alle sehr emotional sind, wo sie alle sehr laut sind, ist vielleicht seine Wahrheit, wenn ein Mensch mir wichtig ist, muss ich laut werden. Ja? Ob das jetzt richtig oder falsch ist, sei dahingestellt. Ich mag es auch nicht, angeschrien zu werden. Aber für mich ist es jetzt verletzend, wenn mich jemand anschreit. Das ist meine Wahrheit. Ich denke, okay, er respektiert mich nicht. Aber diese Person denkt, wenn ich jemanden respektiere und liebe in einer Beziehung, dann werde ich halt auch mal laut. Und dann müsst ihr euch beide zusammen hinsetzen und darüber reden. Ja, was er für richtig hält, was du für richtig hältst. Und dann nochmal miteinander diskutieren, ist es möglich, dass in Zukunft, dass wir das so und so machen. Ja? Dass wenn du zum Beispiel merkst, dass du jetzt gereizt bist, dass du nicht schreist, sondern dass du vielleicht aus dem Zimmer rausgehst und eine Runde draußen machst und ich weiß, dass du gerade gereizt bist und dann können wir nochmal später darüber reden in Ruhe. Wenn du die Erwartung hast, dass nur wenn du bei anderen gut ankommst, wenn du viel positives Feedback bekommst, dass du dann richtig bist, dann gibst du die Verantwortung den anderen ab, dass du dich gut fühlst und du wirst damit nicht glücklich sein. Hier kannst du mit der Selbstliebe arbeiten. Wenn du dich selbst liebst und respektierst, ist es dir scheißegal, was die anderen über dich denken. Klar ist es schön, wenn ich positives Feedback bekomme. Ich liebe das, wenn mir Leute was Gutes schreiben oder wenn die Leute sagen, ey, du bist toll. Klar, das, auch wenn ich mich dann vielleicht in manchen Momenten schäme und es ist mir unangenehm, aber ich liebe es. Aber es gibt auch Menschen, die mich voll beschissen finden, die mich hässlich finden, zu dünn, zu dick, zu, keine Ahnung. Es ist normal. Verstehst du, was ich meine? Also gib die Verantwortung nicht den anderen. Wenn du vor anderen bist, in einer Gruppe, auf der Arbeit, bei einer Familie, wird es immer Leute geben, die dich nicht so gut finden. Aber das muss dich nicht runterziehen mit negativen Gedanken. Jetzt musst du dich fragen, deine Lösung ist, welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ich mich glücklich fühle, damit ich mich selbstbewusst fühle, damit ich mich geliebt fühle. Was habe ich mir denn hier aufgeschrieben? Damit du dich erfolgreich liebst, glücklich fühlst. Welche Voraussetzungen müssen gegeben werden? Und da gibt es verschiedene Voraussetzungen. Zum Beispiel, wenn du sagst, damit ich mich geliebt fühle, muss es so und so sein. Da müssen zum Beispiel meine Eltern immer für mich da sein und damit muss mein Partner dieses und jenes machen. Dann musst du es dir aufschreiben und überlegen. Ja? Ein Beispiel, wenn du deine Verantwortung abgibst. Ja? Ich fühle mich erst dann geliebt, wenn meine Eltern das und das oder wenn mein Partner das und das oder wenn meine Arbeitskollegen so und so oder wenn meine Schwiegermutter so und so mit mir umgeht. Dann gibst du die Verantwortung in dem Moment deinem Gegenüber ab. Ja? Erst wenn er das macht, dann fühlst du dich geliebt. Aber du kannst dich ja selber lieben und scheiß drauf, wie der andere dich behandelt in dem Moment. Es geht jetzt nicht darum, dass der andere dich schlägt oder sehr herablassend ist. Wenn du dich selbst liebst, sage ich immer wieder in meinen Videos, dann wird dich auch der andere sehr gut behandeln. Ja? Wenn du dich aber wirklich liebst, also nur von außen, bringt nichts, Stylo Milo. Es geht wirklich von innen heraus, wenn du dich von innen heraus wirklich liebst. Und wenn du die Verantwortung nicht abgibst, ich bin erst glücklich, wenn ich viel Geld habe. Ja? Wenn ich viel Geld habe, dann fühle ich mich sicher. Das haben sehr viele Menschen, hatte ich früher auch immer. Erst wenn ich genug auf dem Konto habe, dann fühle ich mich sicher. Aber dann gebe ich es ja wieder ab, diese Verantwortung. Dann geht es weiter. Ich hatte mir jetzt hier aufgeschrieben, ich fühle mich erst frei, wenn ich akzeptiere, dass es allein meine Aufgabe ist, mich frei zu fühlen. Und nicht, wenn das Geld auf dem Konto ist. Oder es gibt Menschen, gerade was die Gesundheit betrifft, die sagen, ich fühle mich erst gesund, wenn ich mich wirklich rohköstlich vegan ernähre und keinen Zucker mehr in meinem Alltag und das Gluten weggelassen habe. Dann bin ich gesund. Aber dann gibst du die Verantwortung wieder ab. Du kannst auch sagen, ich fühle mich gesund, weil ich jetzt mich schon toll fühle. Ich fühle mich jetzt schon gut. Ja? Und ich bin dankbar für diese Fülle von Gott, dass ich mich jetzt schon so gut fühlen kann. Und dann änderst du schon mal deinen Zustand in positiv. Ja? Und somit können auch gar keine negativen Gefühle entstehen. Es ist halt wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, mit unseren negativen Gefühlen. Ich hoffe, dass ihr mich so sehen könnt. Also negative Gefühle betreffend früher, was passiert ist, was mal jemand zu dir gesagt hat, wie Eltern mit dir umgegangen sind, wie ein Partner mit dir umgegangen ist, wie Verwandte, Schwiegermutter oder was auch immer, was da halt vorgefallen ist, dass du dich davon löst. Und da gibt es eine Aufgabe, die ich im Coaching selbst mal gelernt habe, die ist auch schwierig. Die ist sehr, sehr schwierig, aber ich werde sie dir weitergeben. Wenn es einen Menschen gibt in deinem Leben, den du gar nicht leiden kannst, wird es immer geben. Ja, es gibt auch heute noch bei mir Leute, wo ich sage, ah, ein Nachbar von mir zum Beispiel. Mittlerweile geht's. Er wohnt ganz oben, ist etwas älter, er ist 90 Jahre alt. Ich respektiere ihn wirklich sehr, aber er ist halt sehr, er schreit meine Kinder manchmal an. Die dürfen draußen keinen Fußball spielen und er schreit alle Kinder da draußen an. Und er faucht mich manchmal an wegen dem Kinderwagen, der sollte ein bisschen mehr nach rechts oder ein bisschen mehr nach links. Er ist halt sehr penibel. Aber ich schicke ihm dann Liebe. Ich schicke ihm von meinem Herzen, ich fühle in mein Herz rein und schicke ihm Liebe. Und Leute, das kommt an. Egal, wie sehr du diesen Menschen verachtest.
Und das ist ja das Schwierige an der ganzen Sache. Wenn du dieser Person Liebe schickst, kommt Liebe zurück. Wenn du Hass und Wut schickst, dann kommt das zurück. Wenn ich jetzt eine Auseinandersetzung, wie zum Beispiel mit meinem Nachbarn, ich könnte jetzt hingehen und den anschreien, was schreist du meine Kinder an, die dürfen hier draußen Fußball spielen oder was machst du jetzt meinen Sohn dumm an wegen dem Kinderwagen oder was auch immer, ja? Was kommt denn da zurück? Wie würdest du dich fühlen, wenn ich dich jetzt angreife? Auch wenn ich richtig bin, du weißt, dass ich richtig bin, aber in dem Moment gehst du ja direkt in Gegenwehr, ja? Du bist direkt auch, du nimmst das nicht an. Keiner möchte angegriffen werden. Aber wenn ich dieser Person erst mir Liebe schicke, also mit meinem Nachbarn mittlerweile, ich will jetzt den Namen gar nicht sagen, aber er weiß schon, dass ich ihn meine, wenn er überhaupt zuguckt. Ich respektiere ihn sehr. Ich habe mich sehr oft mit ihm unterhalten, nachdem ich ihm jetzt so viel Liebe geschickt habe. Er hat auch mit meinem Vater jahrelang gearbeitet zusammen und er hat den Krieg überlebt. Er war im Gefängnis. Er hat einiges in seinem Leben durchgemacht. Er hat Hunger erlebt. Er hat schlimme Sachen erlebt. Und er sagt auch zu mir, wissen Sie, ich kann diese Filme nicht sehen und nicht verstehen, wo Blut zu sehen ist, wo Gewehre oder wo Leute kämpfen, weil er hat es in seinem eigenen Leib erlebt. Und nachdem ich ihm diese Liebe geschickt habe, hat er mir Liebe zurückgegeben, indem er mir Einblick in sein Leben gegeben hat. Und dann war ich ganz komplett anders zu ihm. Also er schreit immer noch die Kinder an, auch alle anderen, aber ich verstehe, wie er tickt da oben in seinem Kopf. Er hat ziemlich harte Sachen erlebt. Und es ist halt einfach seine Art, er meint es nicht böse. Er will einfach nicht, dass Kinder vor der Haustür Fußball spielen, die sollen auf dem Fußballplatz zum Beispiel. Und es ist jetzt wieder, es ist ein einfaches Beispiel, es ist ein Nachbar. Es geht hier nicht um einen Partner und es geht auch nicht um Eltern, es geht auch nicht um nahe Verwandte, das ist dann meistens schwieriger. Aber trotzdem erlaube es dir und nimm dir die Kraft heraus, Personen, mit denen du im Clinch bist, so schwer es dir auch fällt, Liebe zu diesen Menschen zu schicken. Ja? Einfach nur in deinem Kopf diese Liebe zu schicken, denn du tust es für dich. Weil wenn du anderen Menschen verzeihst, verzeihst du ihnen nicht das, was sie dir angetan haben, sondern du heilst dein Herz von diesen Schmerzen. Du tust es nicht für die Person und es ist auch keine Entschuldigung dafür, was die Person mit dir gemacht hat, falls irgendwas passiert sein sollte. Ja? Du tust das nicht anerkennen und sagen, ja, es war gut, es ist nicht schlimm. Nein, es geht darum, dein Herz zu heilen und den Energiefluss, der bei uns im Körper halt läuft, dass du ihn wieder in Schwung bringst, dass er wieder läuft, dass das nicht stehen bleibt. Ich werde das jetzt hier so beenden, werde dir nochmal kurz einen Schritt einblenden, den du jetzt machen kannst, um zu verzeihen, damit du diese negative Energie loslässt. Sage dir selbst, ich, dein Name, bin jetzt offen und bereit, den Weg der Vergebung zu gehen. Ich erlaube mir, Schritt für Schritt zu gehen und mich von der Vergangenheit zu befreien. Das jetzt in Liebe zu leben und der Stimme meines Herzens zu folgen. Ich bin vollkommen sicher auf meinem Weg. Zusammengefasst, nimm die negative Energie an, ja, nimm sie an, verstehe sie, fühle da hinein und schicke dieser Person, die dir diese negativen Gefühle schickt, Liebe. Das hört sich total anders an, gell? Alles ganz anders als das, was man so lernt. Und dann guck mal, was passiert. Aber lass dir Zeit dafür. Das muss man wirklich regelmäßig machen. Nicht einfach nur einmal, am nächsten Tag bist du wieder wütend. Also gerade in Momenten, wo du Wut empfindest, direkt in diesem Moment, erinnere dich daran und sag, jetzt schicke ich Liebe dahin. Und glaub mir, Leute, mir hilft es, egal ob es mit Lehrer ist, mit, ja, wie gesagt, mit meinem Nachbarn da, der nervt auch manchmal wegen Müll rauswerfen und so, der ist da schon ziemlich streng, aber glaub mir, ich sehe ihn jetzt mittlerweile als Menschen an und nicht mehr als Drachen, der über mir wohnt. Falls du Fragen hast, ich werde es jetzt beenden, falls du Fragen hast, bitte stell sie mir unten bezüglich deiner negativen Emotion, was daran so schwierig ist, sie loszulassen und was das für eine Emotion ist. Ich werde dir gerne nochmal unten beantworten, wie du das machen kannst, weil in einem Video kann ich es nur allgemein halten. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht. Schreib mir unten, kann auch alles anonym sein, ja? Stelle mir mal dein Problem dar und schreibe mir, was dir so schwer fällt, jetzt loszulassen. Und ich gebe dir dann einen Tipp, wie du loslassen kannst, ja? Okay. Dann war es das heute mit diesem Thema, negative Energien loslassen. Es ist möglich. Ich habe es jetzt wirklich ganz, ganz, ganz kurz gefasst. Es sind bestimmt über 10 Minuten, aber ich kann nicht noch tiefer ins Thema reingehen. Das wird sonst 2 Stunden dauern hier, das Video. Schreib mir bitte dein Anliegen, schreib es mir unten rein. Ich beantworte dir die Frage. Gib mir einen Daumen hoch für weitere Videos. Falls du mich noch nicht abonniert hast, abonniere den Kanal kostenlos. Dann kriegst du noch mehr von diesen Infos. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Liebe und ganz viel positive Energie. Und ja, morgen sollte das vorletzte Video von Anthony Robbins kommen, Teil 4, was ich da alles so erlebt habe. Also bis dahin, tschüss.